Herzlich willkommen auf der SMT Connect 2019, hier auf dem Stand der EPP. Ich stehe hier zusammen mit Stefan Berger, Sales Manager, und Siegfried Seidel, CEO von F&S Bontec. Herzlich willkommen. Welche Lösungen haben Sie denn 2019 mit auf die SMT gebracht? Ja, 2019 überrascht man mit nicht nur einer Lösung, sondern mit vielen Lösungen, was wir neu so am Markt bringen. Eine davon ist zum Beispiel unser Large Area Drahtbonder und Bond Tester. Wir kombinieren hier dieses Large Area für Batterienbonden und alle anderen großen Anwendungen gemeinsam zum Bonden und wiederum zum Testen. Also wir vereinen hier wieder die Stärke von Bontec, dass man auf einer Maschinenplattform alle Lösungen realisieren kann. In weiterer Folge stellen wir hier auf der Future Packaging unser neues BAMFIT-Testen aus. BAMFIT-Testen steht für Bontec Automatic Mechanical Fatigue Interconnected Test. Schwieriges Wort. Hier geht es um Lifecycle-Test, um Speed-Lifecycle-Test und um auch gewisse Share-Ausbrüche sehen zu können, um die Bruchcodes evaluieren zu können. Und in weiterer Folge stellen wir unseren ersten tatsächlichen Hand-Drahtbonder aus. Das ist die Mobile Bonding Unit 51. Ja, das sind die drei Neuigkeiten, was wir jetzt hauptsächlich im Markt haben. Abgesehen davon haben wir auch noch eine Automatisierungslösung. Das heißt, wir vereinen unseren automatischen Bond-Tester mit unserem automatischen Drahtbonder und beladen und entladen dies mit einer Robotik. Und darüber haben wir auch einen Artikel in der nächsten EPP stehen. Das hört man sehr gerne. Wo sehen Sie denn die Anwendungsgebiete von der Mobile Bonding Unit? Ja, die Mobile Bonding Unit, das ist eine ganz neue Geschichte, ganz interessante Geschichte. Wir sind ja schon gespannt, wo die Reise dann tatsächlich hingeht. Entwickelt wurde die Maschine erstmal für einen Photovoltaikhersteller, einen sehr namhaften, wo es darum geht, um Reparaturbonds machen zu können. Das heißt, man hat da tatsächlich den Drahtbonder in der Hand, man steht irgendwo auf einem Gerüst und macht die Connections einfach wieder neu, man repariert hier tatsächlich. Das ist die eine Anwendung, für die Maschine entwickelt worden ist, aber wo dann die Reise hingeht, ob das jetzt dann smarte Stoffe sind, ob das jetzt smarte Stoffe für die Medizintechnik oder für die Sportindustrie, Segeltechnik, Druckmessgeräte, das wird sich herausstellen, und da sind wir schon gespannt, welche Anfragen das wir heuer da hier auf der SMT Connect bekommen. Da sind wir auch sehr gespannt. Wie wird sich denn der Markt 2019 bei Ihnen entwickeln? Ich sehe den Markt insofern jetzt in eine spannende Sache, weil ich denke, speziell der Markt in Europa oder der Markt in den Elektronikländern weltweit wird sich dahingehend entwickeln, dass es Schlagworte wie High Quality, Low Volume, High Mix und Time to Market, das werden eigentlich Schlagworte sein, die immer bedeutender werden, speziell jetzt eben für unsere Produkt- oder Kundengruppen. Die Qualität ist natürlich außer Frage. Die Bonder müssen hohe Qualität als Bonder-Resultat liefern. Aber es ist immer mehr in Europa auch, dass kleine Stückzahlen, kleine Losgrößen zu Bonden sind. Das heißt natürlich auch oft Typenwechsel bei den Maschinen. Also ein High Mix ist gefragt bei dem Kunden, und was natürlich dann auf der Kostenseite zu Buche schlägt, ist der Time to Market. Wie schnell bringe ich mein Produkt auf den Markt? Und da ist die F&S Bontec, denke ich, am besten gerüstet mit dem Portfolio, das wir anbieten. Es ist jeder herzlich eingeladen, uns jetzt auf der SMT zu besuchen oder unsere Homepage zu besuchen. Da zeigen wir genau die Lösungen, wie wir sie uns für unsere Kunden in der Zukunft vorstellen. Sind Sie denn auch auf der Produktronica in München dabei? Ja, natürlich. Also wir sehen die SMT natürlich als regionales Hauptmesse für Europa zuständig, aber die Produktronica sollte einen internationalen Ansatz bringen, und wir erwarten uns da auch natürlich viele Gäste aus Amerika, aus Asien, die jetzt die SMT vielleicht nicht so im Fokus haben, aber auf der Produktronica da sind, und auch da werden wir unsere Produkte dem Markt präsentieren. Und sind sehr zuversichtlich, dass wir das erfüllen, was sich unsere Kunden von uns erwünschen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr vielen Dank für das Interview. Gerne.